Jetzt habe ich noch was. Und zwar ist mir gerade zugetragen worden, ein paar Dinge. Es war letztes Mal eine EU-Austrittsgeschichte, so eine Broschüre dort, vom Professor Schachtschneider. Die ist irgendwo abhanden gekommen. Sollte die jemand versehentlich mitgenommen haben, was schön, wenn sie wieder zurückkommt. Wenn nicht, was auch schön, wenn sie wieder zurückkommt. Ja, das mal zum einen. Dann, weil wir gerade das mit dem Geld gehört haben, es ist wirklich sehr spannend, ich mache ja da ab und zu so Geschichten. Und die Dame, die schaut schon die ganze Zeit so, mit der habe ich noch schnell was vor. Wie viel Geld bräuchtest du, damit du glücklich bist? Jetzt. Das ist langweilig, bitte. Aber sie, du? Ja? Mit was gangst du richtig gut jetzt? Auf den Schlag, ohne dass du wüsstest, wo es herkommt. Ja, aber das richtig leicht war. 100.000. Das sind 100.000 Euro. Also Backel ist 25.000. Da sind die Leute dann immer voll verblüfft, wenn du so ein Backel Papier rausziehst und legst das hin, sagst, das ist die Lösung all deiner Probleme. Und dann merken sie komplett, wie sie ins Eiern kommen mit ihren Emotionen, dass das überhaupt nicht stimmt. Dass das nur ein Vorwand des Gehirns ist. Was würdest du mit diesen 100.000 morgen machen? Oh, ich würde mir einen Ferrari kaufen. Oder brauchst du nochmal 100.000? Ich würde es verschenken. Spenden. Ja, aber dann brauchst du es ja nicht. Dann brauchst du nämlich nicht quälen, damit wem du es geben könntest. Ja? Also es ist ein ganz interessantes Experiment. Mit ein paar Backel Papier braucht man es nicht klauen, ist da drin nichts. Das sind sowieso ehrliche Menschen, die alle wissen, was wegkommt, kommt. Muss wieder zurück, also auch so bitte mit dem Professor Schachtschneider seiner Liste. Vielleicht wisst ihr ja, wo der hingekommen ist.